Herr Zwingmann, der internationale Kongress der A+A, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, findet hier im Düsseldorfer Kongresszentrum zum 33. Mal statt. Die BASI ist die Veranstalterin. Warum ist Ihnen der Kongress so wichtig? Dieser Kongress, der A+A-Kongress, ist das Haupttreffen der gesamten Fachgemeinde für Sicherheit, Gesundheit und Ergonomie. Das ist ein Handlungsfeld, was in den letzten 20, 30 Jahren sich sehr, sehr stark verbreitert hat. Es sind immer neue Professionen dazugekommen. Und es braucht ein gemeinsames Treffen all dieser Disziplinen. Und deshalb auch diesen großen Kongress mit fast 400 Referentinnen und Referenten und fast 60 Veranstaltungsreihen. Und er deckt alle Themen dieses gesamten Handlungsfeldes, alle wichtigen Themen, aktuellen Themen ab. Wo liegen denn die Themenschwerpunkte? Die wechseln natürlich von den Schwerpunkten her immer ein klein wenig. Und zurzeit ist es so, dass das Thema Gesundheit und Psyche bei der Arbeit sozusagen ein Megathema ist. Ich kann Ihnen sagen, das ist ein klein wenig ungewohnt für uns im Arbeitsschutz, dass so ein Thema in der Öffentlichkeit so stark diskutiert wird. Wir präsentieren es hier auch und Sie werden von der Tatsache, von der Diskussion darüber, ob es überhaupt eine Verordnung geben sollte zu diesem Thema, die Instrumentarien, die man braucht, um das vernünftig zu machen, Praxisbeispiele, Einzelthemen wie Gewalt am Arbeitsplatz und, werden Sie über die ganze Woche verteilt finden. Das ist sicherlich ein neuer, ganz, ganz starker Schwerpunkt. Jetzt ist ja in diesem Jahr die Türkei Partnerland der A+A. Was erhoffen Sie sich denn von der Zusammenarbeit mit der Türkei? Das Partnerlandkonzept zielt darauf, dass wir die mit den befreundeten Ländern, vor allen Dingen dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, in diesen Ländern einen intensiveren Austausch beginnen. Und die Türkei ist ein Land, was sich in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr stark entwickelt hat, auch im Arbeitsschutz. So, es ist so, dass sie auf jeden Fall auch mit vorne mitspielen wollen. Da ist noch sehr viel zu tun, ganz klar. Aber der Markt hat sich dort sehr stark entwickelt. Die Türkei hat in diesem Jahr gerade ein Arbeitsschutzgesetz verabschiedet, was den europäischen Standards voll und ganz entspricht und will dort also wirklich manches auf den Weg bringen. Zurzeit dominieren dort noch unsere klassischen Themen, die wir mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Türkei auch diskutieren. Das sind persönliche Schutzausrüstung und das große Thema Gefährdungsbeurteilung, also Risk Assessment. Dann wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Kongress. Dankeschön für das Interview. Dankeschön.